Hello everybody, hallo zusammen. Ja, jetzt bin ich hier in meinem Auto. Ich habe es gerade abgemeldet. Nachher gehe ich mein neues Auto holen. Und ja, man soll das ja nicht machen, aber ich schaue ja auch nicht zu euch auf dem Bildschirm, sondern ich schaue schön brav auf die Straße und fahre jetzt nach Hause und wollte euch mal ein bisschen klarer, mit klarer Text, noch mehr Klartext erzählen, worum es eigentlich wirklich geht bei uns in diesem Leben, wofür auch Dr. Joe Dispenza einsteht, warum wir jetzt hier Corona haben und dass das einfach alles ein riesengroßes Geschenk ist. Es ist ein Geschenk. Wir werden alle aufgerüttelt, wir werden alle wachgerüttelt. Wir müssen unseren Trotz abgeben. Ja, wir können nicht einfach mehr so schmalspurmäßig nacheinander alles abspulen. Wir müssen uns überlegen, wir müssen über uns nachdenken. Wir dürfen neue Wege gehen. Und das ist genau eins, Dr. Joe Dispenza sagt, mit der alten Persönlichkeit, die so denkt, fühlt und handelt, kannst du kein neues Leben aufbauen, indem du eine Persönlichkeit bist, die anders denkt, fühlt und handelt. Und jetzt fangen wir halt mal beim Handeln an, weil offensichtlich das Denken und das Fühlen so wahnsinnig schwierig ist, weil uns das immer wieder zu alten Handlungen treibt, zu bekannten Handlungen. Und diese bekannten Handlungen, bekannten Routinen, die funktionieren jetzt nicht mehr. Wie schön ist das, ja? Wir müssen neu anfangen, wir müssen neu kreieren, wir dürfen neu kreieren, wir müssen neu kreieren und wir dürfen neu kreieren. Und zwar dürfen wir unser Leben einfach resetten. Wir dürfen es jetzt neu starten, wir haben alle Legitimationen dazu. Alles ist auf Hold, alles ist auf Restart programmiert. Und wir müssen jetzt hier rausgehen und sprechen, unsere Wahrheit sprechen, kommunizieren und sagen, hey Leute, jetzt ist die Chance, das ist Hammer, das ist ein riesengroßes Geschenk, was gerade abläuft. Ich meine, mich nervt es auch wie verrückt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich zu meinem Event nach Lissabon gehen kann. Ich weiß nicht, zwei haben jetzt schon abgesagt aus England, die kommen nicht. Ich weiß gar nicht, ob es insgesamt vielleicht deswegen abgestattet ist. Aber don't be. Wo ist die Chance? Wo ist die Chance? Und es gibt so viele Chancen. Und es gibt so viele Chancen für jeden Einzelnen von uns. Es gibt Chancen für mich. Und zwar zu sagen, Leute, ihr seid kein Opfer der Umstände. Leute, ihr seid kein Opfer der Krankheit. Ihr seid kein Opfer von nichts, sondern ihr seid Schöpfer, ihr seid Kreatoren. Und in diesem Modus zu lernen, sein Leben zu fahren, ist ein ganz, ganz anderer Modus, als den wir gelernt haben, der uns gezeigt wird, der uns kommuniziert und vorgemacht wird. Es ist ein anderer Modus. Und auf den jetzt einzusteigen, es ist jetzt die Chance. Es ist jetzt die Chance, drüber zu sprechen und nicht einfach nur heimlich still und leise im Kämmerchen zu sitzen und zu meditieren, sondern einfach rauszugehen und auch zu sagen, hey, schau es doch mal von einer anderen Perspektive an. Hey, schau doch mal, was dir für Möglichkeiten eröffnet sind, die du gar nicht kennst. Hey, nimm doch mal eine andere Brille. Schau doch mal die Dinge an, die geil sind. Ändere die Perspektiven. Ändere das, woran du glaubst. Und gerade jetzt, wo jeder glaubt, dass dieser Virus tatsächlich ansteckend ist und dass dieser Virus, dass es überhaupt etwas gibt, was ansteckend ist, ja? Ich glaube das nicht. Auch Dr. Joe Dispenza sagt ganz klar, es gibt keine genetischen Krankheiten. Es gibt Informationen, die wiren und firen, also die vernetzt sind und die verbunden sind. Wenn du die Verbindung aufhörst, dann fließt keine Information mehr. Wenn du die Verbindung zu deiner Angst, zu deinen angstbeurteilten Denken aufgibst, fließt keine Information mehr. Dein Körper ist in Peace. Er hat keinen Stress, er hat keinen Horror, er hat absolute Balance und Harmonie und keinen Grund, in Disharmonie, sprich Krankheit, zu gehen. Aber wire und fire, verbinde doch dich nicht mit diesen Denkmustern.
Denkmustern, diese krankmachenden Denkmuster. Mach das einfach nicht. Weil wenn du weißt, dass es so funktioniert, und alle, die mir hier jetzt zuhören, die wissen, dass es so funktioniert, aber die wenigsten sind noch bereit, kompromisslos danach zu leben. Die glauben tatsächlich immer noch, dass im Außen irgendetwas ist, was Einfluss auf dich hat. Aber ich schwöre dir, es ist nicht der Fall. Es ist definitiv nicht der Fall, weil du bist nicht dieses Wesen, dieser Körper, der mit im Außen verdrahtet ist, sondern du bist ein autonomes Kreationsinstrument mit freier Entscheidung dessen, was du siehst, was du kreierst, wo du deine Energie hintust oder ob du deine Energie verschwendest an irgendwelche Angst-Porno-Geschichten im Fernsehen und mit deinen Freunden und Bekannten. Und alle, die das jetzt hören, bitte macht doch auch Lives. Outet euch doch. Outet euch doch aus Menschen, die aus nicht mehr abhängig sind. Outet euch doch aus autonomen Denker, Schöpfer und Kreatoren. Klärt doch alle mal auf. Macht allen live hier auf eurer Facebook-Seite, auf eurer privaten Seite. Sagt doch mal, wie ihr zu dieser ganzen Geschichte steht. Sagt doch mal, was ihr gelernt habt. Sagt doch mal, was ihr im heimlich stillen, leisen Kämmerchen macht. Inspiriert doch, und zwar jeder Einzelne. Es ist an der Zeit. Wir brauchen das. Wir müssen noch ein Gegengewicht gegen diese ganzen verdammten Lügen, die in den Medien verbreitet werden, hämmern. Und wir haben es hier mit dem Internet. Wir können voll die Wahrheit raushauen. Und dazu müssen wir uns trauen und sagen, ja, okay, ich bin nicht eine, die steigt da jetzt auf diesen Panikattackenzug. Ich bin hier und kreiere Neues, ich kreiere Vertrauen, ich kreiere Sicherheit, weil ich weiß, dass hier Power in mir lebt, die mich auf die Welt gebracht hat, die mich hierher gebracht hat, um diese Power in höchster Schwingung, höchster Energie, die sich wie Liebe, Begeisterung, Freude, Vertrauen anfühlt, rausleben soll. Ich will euch wirklich inspirieren. Macht es alle, wo ihr auch nur könnt. Macht ein Gegengewicht dazu. Bringt Liebe rein, bringt Vertrauen rein. Bringt Positivismus rein, bringt Chancen rein, bringt neue Wege rein. Just do it. Echt, traut euch. Geht jetzt live auf eure Facebook-Seite. Geht jetzt raus und erzählt den Menschen, wie das Leben wirklich funktioniert. Alle, die ihr hier sind, die es wirklich wissen, die es kapiert haben, die aber nie den Mund aufmachen, sind jetzt gefragt, den Mund aufzumachen. Weil sonst sind es wieder die Panikmacher an der Macht. Habt ihr da Bock drauf? Habt ihr Bock drauf, dass wir so weiterleben? Jeder hat seinen Schöpferbeitrag, den er jetzt leisten kann. Just do it. Echt, macht's einfach. Bitte, 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 traut euch. Es ist egal, wann ihr es tut, wie ihr aussieht dabei. Sprecht eure Wahrheit. Das muss sein jetzt. Und wenn ihr das traut euch, dann leistet ihr euren Beitrag. Dann tut ihr die Dinge, wofür ihr da seid. Nicht um Angst zu haben, um Geld, um Gesundheit, um irgendetwas immer Angst zu haben. Nein, sondern wir sind da, um die Welt zu dem zu machen, zu dem sie eigentlich gedacht ist, und zwar ein Paradies zu sein. Und hey Leute, macht die Videos, postet sie von mir aus auch bitte, bitte, bitte hier in der Gruppe, postet sie. Das ist, we have to spread the world. Es geht nicht nur, dass wir meditieren und uns eine schöne Welt vorstellen, sondern wir müssen die Meditation, dieses Leben, das wir in der Meditation sehen und kreieren, müssen wir raussprechen, dann kriegt es Power, dann kriegt es kreative Kraft. Aber dieses heimlich, still und leise, ich habe gestern gesagt, zeig alles von dir, zeig deine komplette Wahrheit, weil die hat Power und die ist viel powervoller als die Lüge. Also ihr Lieben, spread the word. Ich zeige euch mal kurz, wo ich hier bin. Nur ganz kurz. Oh, wie schön, wie schön, wie schön. Also, ich freue mich auf ganz viele Videos und auf ganz viele wunderbare Nachrichten. Just do it. Es gibt nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Tschüss.